Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel. Es ist das Wochenorakel für die Woche vom 8. bis zum 14.04. Wir haben in der Woche immer noch die Neumondenergien, also sprich der Aufbruch in die positiven Veränderungen, ja, und haben morgen und Donnerstag wieder Portaltage. Und meine Vermutung ist, dass ich, ihr wisst ja, dass ich jetzt für den April das erste Mal eine WhatsApp-Familie gegründet habe und da, hallo ihr Lieben übrigens, und da kristallisierte sich schon heraus, dass es die Woche wohl nochmal ums innere Kind gehen wird für den Aufbruch in die positive Veränderung. Und deshalb denke ich, dass diese Portaltage ein Portal in uns öffnen werden. Aber dem Thema werden wir uns dann nochmal widmen. Ne? Da bekommt ihr dann ja noch die Portaltagsorakel. Und dann geht Mittwoch der Merkur nochmal ins Sextil mit Pluto. Da werden wir aber auch wieder extra gucken. Und ab Mittwoch ist der Jupiter für 4 Monate rückläufig. Also wir werden nächste Woche wieder ein Mischmasch an Energien bekommen. Und in diesem Mischmasch der Energien geht es, ja, ist mein gefühlter Wert und das, was ich halt aus meiner WhatsApp-Gruppe schon energetisch aufgenommen habe, wohl darum, sich für diesen Aufbruch, für diesen Wandel nochmal seinem inneren Kind zu widmen. Ja, aber da werden wir die kommende Woche noch mehr drüber hinaus herausfinden. Ja, das ist schon mal so das, was energetisch ansteht und jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Wochenorakel, ja? Ups, Entschuldigung. Und da ist auch interessant, was sich für Karten zeigen wollten. Nämlich einmal die Blume des Lebens wollte von eurem Energieausgleich zu mir kommen. Blume des Lebens. Wandel, ne? April, aufblühen in der Natur wie im Inneren. Mit der Blume des Lebens, die Überschrift, die Gruppen, ja. Und dann Hintergrundinformationen mit den Seraphim und das zeigt mir eigentlich schon den Mischmasch der Energien. Ne? Eigentlich das, was sich uns jetzt eröffnen möchte, ne? Aufbruch in die Veränderung und das, was uns energetisch dabei zur Verfügung steht. Und dann erklärt sich nämlich auch, welche Karten sich für Highlight und Warnung zeigen wollten. Das ist nämlich aus dem Tarot. Schaut mal. Wie unten, so oben. Auch wieder, ne? Die himmlischen Energien, ja, und das, was sich
im irdischen Sein, ja, zeigen und manifestieren möchte. Ist doch schon wieder ein Hammer, oder? Die beiden Decks habe ich zusammengemischt für Warnung und Highlight, um herauszufinden, ob es etwas Energetisches oder etwas tatsächlich sehr Irdisches ist, ja, was ich bei euch in Highlight und Warnung zeigen möchte. Aber das ist doch, schaut mal. Energien, irdische Verwirklichung und Manifestation. Energien und irdische und wirkliche Manifestation. Ja. Fand ich wieder Kracher. Zeigt mir, ist für mich nur noch mehr hoch, jetzt wollen wir jetzt die Kartons loswerden, nur noch einmal mehr die Bestätigung, ja, dass Wandel und Transformation jetzt einfach ansteht. Ja. Nämlich, ja, Energien einfach ins Irdische zu bringen. Ne? Aber wir gucken. So. Als Satz gelesen bedeutet das für mich wieder Offenheit, Körper, Vergebung. Achte auf deinen Körper. Wie offen bist du mittlerweile durch Vergebung? Ja. Ich bin gespannt, aber wir gucken uns die einzelnen Gruppen an. Offenheit. Meine Offenheit für das Leben öffnet die großen Tore zu dieser Welt und zu allen mit ihr verbundenen Welten. Und wieder, wie unten, so oben, ne? Auf dem Kopf. Bedeutet das für mich, dass ihr die Geschenke, die zu euch kommen wollen, dass euch für diese Geschenke die Offenheit fehlt, ja, weil ihr noch in dem Glauben verhaftet seid durch alte Verletzungen, ja, durch alte Verletzungen. Das ist so eine Energie von damit abgefunden, ja. Also ihr habt irgendwie so eine Akzeptanz und Annahme für euch gefunden, dass ja für euch Fülle, Freude, Harmonie, Frieden, Glück anscheinend nicht vorgesehen ist. Und ja, das ist so eine Akzeptanz, ne? So eine Energie von, ja, ich gehe jetzt mal in die Akzeptanz und in die Annahme, dass das für mich anscheinend nicht vorgesehen ist in diesem Leben. Und je mehr ich mich damit anfreunde oder das für mich akzeptieren und annehmen kann, desto besser geht's mir. Das habe ich hier so drin. Körper. Ich liebe und achte meinen Körper. Er ist der Tempel meiner Seele. Auch auf dem Kopf. Da ist auch so eine Ablehnung, ja. Aber hier ist es, geht es wirklich um das Körperliche, ne? Dass ihr euren Körper nicht annehmt und nicht wertschätzt, so wie er ist. Also, hier geht's
ums Außen, ja? Sprich, dass es für euch einfach nicht vorgesehen ist, ne? Fülle und Glück und Frieden und so weiter zu bekommen. Und da seid ihr in so eine Akzeptanz gegangen, ja? Sowas wie in diesem Leben halt nicht. Und hier lehnt ihr eure Äußerlichkeiten ab, euren Körper. Ihr findet euch nicht schön, ihr könnt euren Körper nicht wertschätzen. Ihr konzentriert euch auf die Makel. Ja. Und hier Vergebung. Die heilende Kraft der Vergebung öffnet die Herzen aller Menschen und lässt sie im Einklang schwingen. Vor allem anscheinend auch euch selbst, ne? Also es geht hier wirklich darum, sich selbst anzunehmen, ne? Und hier könnt ihr euch selbst und anderen ja mit Güte und Verständnis begegnen. Hier ist so so ein alles andere macht auch gar keinen Sinn. Alles andere lässt mich in Negativität, hält mich in Negativität gefangen und eigentlich möchte ich die ja gar nicht für mich. Aber hier ist wirklich Ablehnung vom Körperlichen und hier ist Akzeptanz und Annahme von Fülle, Frieden, Harmonie, Glück. Für mich anscheinend nicht. Und hier ist innerer Frieden durch die Feststellung, dass solche Gedanken gar keinen Sinn machen. Ja. Ja, krass. Gut. Gucken wir mal. Offenheit. Ja, schaut mal. Liebe. Liebe dich so, wie du bist. Und du wirst auch geliebt werden. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr ein wenig mehr auf euch achtet und auf eure Gedanken, ja, euch überlegt, was euch gut tun würde. Und Verurteilung, Ablehnung, die euch selbst betreffen, loszulassen. Ja, das ist so eine gegen sich selbst gerichtete Energie, ja. Und nehmt euch so an, wie ihr seid, mit all euren Makeln, ja. Mit all euren Eigenschaften, die euch unschön vorkommen, ja. Da geht es wirklich erstmal um Selbstliebe. Woher kommt diese Idee, dass Fülle, Freude, Harmonie, Frieden und Glück für alle anderen vorgesehen ist, aber nicht für euch? Wie kommt ihr auf diese Idee? Wie kommt ihr auf die Idee, dass irgendjemand mehr wert wäre als ihr? Vielleicht hat dieser jemand einfach nur eine andere Einstellung zum Leben, zu sich selbst. Wir gucken mal, was ist denn eure Warnung? Ja, hier. Vater Gott in Kopflage. Ist der gefallene Gott, die gefallene Schöpferkraft in euch,
Also die Warnung liegt darauf, euch dieser Schwäche hinzugeben. Es ist aus dem energetischen Bereich, ja. Sprich, macht euch bewusst, was ihr mit diesen Gedanken aussendet. Denkt an das Resonanzgesetz und überlegt mal, wenn ihr diese Gedanken aussendet, was euch dann zurückgespiegelt wird, nämlich genau dieses Gedankengut, genau diese Einstellung. Du hast entschieden, Freude, Harmonie, Frieden, Glück steht dir nicht zur Verfügung, dann bekommst du es nicht zur Verfügung gestellt. Und jetzt horcht mal in euch hinein, inwieweit ihr genau das aussendet, ja? Euer Highlight, irdische Karte. Ritter der Münzen, ja genau. Das Irdische, ne? Die Münzen in Kopflage. Als Highlight aber, sprich, baut es erstmal in eurer Fantasie auf, bekommt erstmal eine Bewusstheit dafür und dann malt es euch in eurer Fantasie schön und bunt aus. Ja, eure Vorstellung muss sich, ihr braucht eine Einstellungsveränderung. Eure Vorstellung muss sich erstmal von euch und eurem Leben und das, was euch natürlich genauso wie jedem anderen auch zur Verfügung steht, die muss sich erstmal in die Veränderung begeben, damit sich ein positiver Wandel einstellen kann. Ja? Okay, dann hier, ähnlich, aber aufs Körperliche bezogen, ja, mangelnde Wertschätzung von eurem Körper, so wie er ist und dadurch eine mangelnde Annahme von sich selbst, ja. Ja, schau mal. Dein inneres Kind möchte Aufmerksamkeit. Geh die Dinge in spielerischer Leichtigkeit an und sie werden gelingen. Was wird gelingen? Die Dinge in Fluss zu bringen, es geschehen zu lassen durch Selbstannahme, durch Wertschätzung von sich selbst. Was ist denn hier? Eure Warnung liegt nämlich auch auf der Energie, ja, auch auf dem energetischen, ja, hier, die Kugel. Neun der Münzen. Auch in Kopflage. Ihr sorgt euch um Vergangenheit oder Zukunft und verpasst deshalb die Gegenwart. Das heißt, ihr verknüpft auch hier oder da ein Fettpolsterchen oder zu dünn oder, keine Ahnung, zu wenig oder zu viel Haare oder meine Freundin jammert gerade zu gerne über ihre Reiterhosen, keine Ahnung was. Und macht da auch gerade eine Verknüpfung, dass in der Vergangenheit vielleicht auch eine Beziehung nicht gelebt werden konnte, weil ihr seid ja auch gar nicht schön. Das ist ja gar kein Wunder. Ihr seid gar nicht hübsch genug. Ihr würdet mit euren Reiterhosen auch nichts mit euch anfangen wollen. Ja? Und bevor sich das nicht verändert hat, steht euch in der Zukunft in der Richtung bestimmt auch nichts zur Verfügung. Überlegt, warum ihr das tut. Das ist auch wieder eine falsche Energie, die ausgesendet wird. Ja. Und wegen diesen Sorgen, dieser Verknüpfung, ja, verpasst ihr deshalb eine Menge
im Hier und Jetzt? Was denn euer Highlight? Ja, schaut mal. 10 der Münzen. Schaut mal. Was verpasst ihr im Hier und Jetzt? Ein beständiges Leben voller schöner Dinge. Sprich, euch geht es eigentlich. Es ist Fülle und Reichtum, ne? Euch geht es eigentlich gut. Aber das ist bei meiner Freundin tatsächlich auch so. Die hat wirklich ein tolles Leben, ne? Das ist, als wenn sie sich auf die Suche macht für, aber irgendeinen Makel muss ich doch noch finden. Naja, gut, okay, dann schieße ich jetzt mal gegen meinen Körper. Und dem kann ich auch eine Menge Schuld für Dinge geben, die nicht gut gelaufen sind und vielleicht auch nicht mehr gut laufen werden, weil sich das gar nicht ändern lässt. Und dabei befindet ihr euch eigentlich schon in einer Fülle, in einem Reichtum. Deswegen müsst ihr euch mit Äußerem eigentlich auch gerade gar nicht so befassen. Und dann habt ihr was anderes gefunden. Also, das ist wirklich inneres Kind, ne? Das ist, ich werde nach diesem Orakel für den Portaltag morgen noch eine innere Kindlegung machen. Ja, das überlegt ihr euch bitte wieder selbst, ja, ob ihr hier noch innere Kindarbeit machen möchtet, ja, dann könnt ihr mich wieder anschreiben, dann bekommt ihr für einen Energieausgleich von 5 Euro hier noch Hintergrund, ne, eine Vertiefung, eine innere Kindvertiefung, aber da möchte ich, dass das wieder jeder selbst für sich entscheidet, ja, ob er da reingucken möchte, oder nicht. Da könnt ihr mich wieder anschreiben. Kontaktdaten wisst ihr ja. Pfeil nach unten. Und dann könnt ihr für einen Energieausgleich von 5 Euro noch eine Legung aus innere Kind angucken. Das möchte ich mir, das, da möchte ich gleich eine Vertiefung machen. Aber jetzt gucken wir erst nochmal. Vergebung. Ihr könnt alles, was euch begegnet, mit Güte und Verständnis betrachten, weil ihr in Vergebung gegangen seid. Ihr seid bereit, euch selbst und anderen zu vergeben, weil ihr verstanden habt, dass alles andere sowieso gar keinen Sinn macht. Alles andere hält euch nur unnötig klein, alles andere hindert euch an Freude, an Annahme von Geschenken, an Konzentration auf das Schöne, raubt euch Kraft und Energie, und dieses Verstehen gibt euch so ein Gefühl von Freiheit, das merke ich hier so. So ein, ja, hier, genau, eine Öffnung. Das Gefühl von frei, und damit könnt ihr Glück und Lebensfreude wieder anziehen, ja. Ja, hier, schaut, da liegt der Neubeginn. Genau, da liegt der Neubeginn. Und das ist das, was ich meinte, ne? Ich glaube nämlich, hier bräuchtet ihr jetzt keine innere Kindarbeit. Das wäre dann nämlich wahrscheinlich nur eine Thematik, mit der ihr euch befasst, mit der ihr euch gar nicht befassen müsstet. Und deswegen biete ich die wieder als Hintergrundlegung an, ne? Für alle, die sich hier wiederfinden, ja? Gut. Euer Highlight ist nämlich auch schon sehr irdisch hier. Ja. 6 der Münzen ist gar nicht euer Highlight, ist eure Warnung. Und die Warnung ist bei euch irdisch. Und das Highlight ist energetisch, was auch logisch ist, weil
Das ist genau das, was ich euch vorher schon gesagt habe, ne? Dass ihr eine Energie ausstrahlt, ja, mit diesem Punkt, dass ihr verstanden habt, dass ihr die Dinge mit Güte und Verständnis betrachten, begegnen könnt, ja, weil alles andere gar keinen Sinn macht. Und das ist die Energie, das Highlight, das ihr aussendet für einen Neubeginn. Und die Warnung ist bei euch das Irdische, ne? Die 6 der Münzen. Materielle Ressourcen teilen. Gerechtigkeit. Den Dingen, die zu tun sind, Vorrang einräumen. Auf dem Warnungsfeld. Übertreibt es nicht, ja? Wenn ihr einen Neubeginn startet mit der Energie der Vergebung, achtet ihr bitte trotzdem darauf, dass die Dinge im gerechten Einklang sind. Ja? Es geht bei Vergebung nicht darum, sich selbst jetzt wieder, weil man die Kraft jetzt dadurch wieder gewonnen hat, sich selbst jetzt wieder aufzugeben, ja, und mit dieser Vergebungsenergie anderen so viel Raum zu geben, dass wieder die eigenen Grenzen beschnitten werden. Ja, also eure Warnung liegt da drauf, weil ihr jetzt so im Positiven seid und Glück und Lebensfreude wieder bei euch einziehen und ihr den Neubeginn startet. Bitte trotzdem darauf zu achten, dass Gerechtigkeit sein muss, ansonsten werdet ihr wieder zurückgezogen, zurückgeworfen, ja. Hier, schaut mal, Osterer, ja, ihr habt definitiv aber in Kopflage, also in Kopflage, als Highlight sich unausgeglichen und unschlüssig fühlen. Versuchen, irgendeinen Mangel auszugleichen. Aber als Highlight. Das heißt, ich habe euch ja gerade als Warnung gesagt, dass ihr trotz all dieser Vergebungs- und Neubeginnsenergie auf Gerechtigkeit und Ausgeglichenheit achten sollt. Ja, als Highlight habt ihr, um dem vorzubeugen, eine erhöhte Sensibilität für das, was sich unausgeglichen anfühlt, nämlich in Feldern, wo ihr unschlüssig seid. In dieser Energie gibt es für Unschlüssigkeit einen Grund. In dieser Energie bedeutet nämlich Unschlüssigkeit, dass ich in meiner Vergebungsenergie trotz alledem auf Gerechtigkeit achten muss. Ja? Das heißt, da wo ihr jetzt unausgeglichen und unschlüssig seid, als Highlight bedeutet, guckt euch das genau an, weil da geht es nämlich drum, dass ihr nicht Gefahr lauft, durch diese Positivenergie wieder aus der Waagschale der Gerechtigkeit geworfen zu werden. Ja? Und dadurch wieder versucht, einen Mangel auszugleichen. Ne? Im Außen. Durch Auffangen, durch Geben. Ja, Vergebung, ja, Neubeginn, aber auf einer gerechten und ausgeglichenen Basis mit dieser Energie. Ja, es bedeutet also nichts anderes als Achtsamkeit
achtet auf euch und eure Energie. Und für alle anderen, die der Meinung sind, dass Fülle, Freude, Harmonie, Frieden und Glück für sie nicht vorgesehen wären oder dass es in der Liebe nicht funktioniert, weil sie ein hässliches Entlein sind, lege ich jetzt noch mal aufs innere Kind. Und wenn ihr da Bedarf habt, könnt ihr mich anschreiben, wie gesagt. In 2-3 Stunden kann ich euch dann die Vertiefung aufs innere Kind zur Verfügung stellen. Ja, ihr Lieben. Ansonsten hört ihr Dienstag von mir mit den Planetenenergien. Ja. Bis dahin. Ach so, Mensch. Ja. Und falls ich euch was mitgeben konnte, wisst ihr ja, ne? Fall nach unten. Da könnt ihr mir gerne Energie zurückfließen lassen über mein PayPal-Link. So, jetzt aber. Bis dahin.